Lukas Podolski hat Frank Ribery nach der Goldsteak-Affäre in Schutz genommen. Sein Ex-Teamkollege vom FC Bayern München habe nichts Falsches getan. Ob das Steak Gold, Silber oder Bronze ist, ist mir am Ende scheißegal. Ich glaube, er ist dadurch kein anderer Mensch, ob er jetzt ein Goldsteak isst oder ein Döner, sagte der 33-Jährige am Rande eines Hallenturniers in Gummersbach. Insgesamt halte er die Aktion des Franzosen für nicht so dramatisch, wie sie in den Medien dargestellt wurde, sagte Podolski. Der 2014er Weltmeister hatte bei Rekordmeister Bayern München für 2 Jahre mit dem 35-Jährigen zusammengespielt. Ribery war nach dem Verzehr eines mit 24 Karat Blattgold überzogenen Reibeisteaks scharf kritisiert worden. In der Folge setzte sich der Offensivspieler mit einer Verbalattacke weit unter der Gürtellinie zur Wehr. Im Nachhinein weiß auch er, dass er da vielleicht zu früh oder zu schnell reagiert hat, sagte Podolski.